Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Und heute ist Eierfest. Heute ist Eierfest. Lalalala. Alles Gute zum Eierfest. Alles Gute zum Eierfest. Und die Kartoffeln hätte ich gerne noch verkauft, aber können wir nicht, weil die Läden machen erst um 9 auf. Und wenn man um 9 Uhr in die Stadt geht, das Eierfest. Finde ich übrigens ganz nett gemacht, dass immer ab 9 Uhr die ganzen Events sind. Manche sind auch nachts. Jetzt arbeitet auch Robin nicht, weil heute Eierfest ist. An Feiertagen nimmt sie sich frei. Ich habe die Gießkanne nicht mitgenommen. Super. Klasse, Heffin. Hast du wieder prima gemacht. Sehr cool. Dass die ganzen Events immer erst um 9 losgehen, hat man mal vorher Zeit, seinen Garten zu wässern. Und zu ernten und so. Oh, vielleicht kann ich die Dinger... Warte mal. Wenn wir gleich bei Pierre Sachen kaufen, vielleicht können wir mal unsere Sachen auch verkaufen. Hätten wir gleich nochmal mehr Geld, um auf dem Eierfest unsere Erdbeeren zu kaufen. Das fände ich natürlich prima. Mehr als prima. Leer. Ach, leer. Ja. Und es ist fantastisch. Es ist wirklich wie abgesprochen. Wenn ich so nach der Folge raustabbe und meine Sachen mache und und dann tappe ich wieder rein, um loszuspielen mit euch. Da geht die Musik aus. So, ja, jetzt ist noch ein Stündchen. Fällen wir noch einen Baum. Du bist dran, Herr Baum. Okay, ja, reicht sogar zeitlich. Sehr gut. Bams. Nimm die Istobaum. Warte mal, bist du eine Dings? Gibt's hier? Hast du? Ah, das war vielleicht dumm. Das wäre vielleicht ein anderer Baum gewesen als eine Kiefer. Den lassen wir mal stehen. Ich hab ihn stehen lassen. Komme ich nicht lang? Ah, Gemüse. Ich hab länger keine Mischsaat gefunden. Vielleicht, weil wir die Sense immer nie dabei haben. Das Gute ist, auf dem Eierfest verbrauchen wir keine Energie. Deswegen... Eierfest hat begonnen am Stadtplatz. Yay! La 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 la. Ich habe leider ein Fest verpasst in meinem privaten Spielstand. Toll. Jetzt habe ich zwischen den Folgen habe ich jetzt Jagul zurückgeschrieben, habe hier gewartet, dass der was sagt und schreibt jetzt, wo ich gerade wieder angenommen habe. Lustiger Typ. Oh, Narzissen, die brauchen wir. Morgen hat Haley Geburtstag und wir haben Narzissen. Sehr gut. Können wir zum Geburtstag schenken. Wenn Leuten zum Geburtstag Sachen schenkt, dann ist das 8-mal besser. Und Narzissen findet sie ganz gut. Hallo Pierre, grüß dich Pierre. Hi. Ah, ich kann ihm leider meine Sachen nicht verkaufen. Jetzt schreibt er schon wieder. Oh, 30 Erdbeersaat. Sehr, sehr geil. Ja. Hallo Lea, grüß dich. Dieser Früchtepunsch ist ungewiss. Dieser Früchtepunsch ist ungewiss. Gruß. Ach so, ich glaube, worüber sind also glücklich? Eier, warum Eier? Ich glaube, wenn man mit den Leuten hier auf dem Fest redet, war schon immer eine Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Aber wenn man hier auf dem Fest mit den Leuten redet, güldet das nicht, weil normalerweise nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Ist mit den Reden immer so ein bisschen, dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Haley, du bist schon ein Stück. Habt ihr euch schon entschieden? Immer noch meine erste Aufnahme, deswegen... Haha, lustig. Ich gucke hier durch den Hasengesicht-Dings. Ja, das Eierfest bietet tatsächlich nicht so viel. Grüß dich, Linus. Aber ich glaube, auf dem Fest güldet das nicht, wenn man mit denen redet. Den Plüschhasen brauchen wir nicht. Die Erdbeeren wollten wir. 30 Stück, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten gibt es tatsächlich nicht viel auf diesem Eierfest erstmal. Schaut, das erste Fest des Jahres. Könnt ihr mit allen Leuten reden, zum Beispiel auch mit Harvey. Das ist der Arzt übrigens, den haben wir noch gar nicht gesehen. Grüß dich. Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung, ist der Arzt halt. Ups, ich sollte für den Moment mir meine ärztlichen Ratschläge verkneifen. Ja, das stimmt. Klugscheißer kann keiner leiden. Ja, man kann da mit den Leuten quatschen und shoppen und dann kann man hier eben beim Bürgermeister kann man immer die Events starten und wir starten jetzt. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Weiß ich nicht. Und wenn die anderen nicht bereit sind, dann gibt es mehr Eier für mich. Okay, jetzt ist nämlich Eiersuche und danach ist dann... Obwohl, ich glaube, danach geht es trotzdem noch weiter. Man muss dann nur
Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die herrliche Frühlingseiersuche. Die Kinder freuen sich. Ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ja, okay. Ich sehe spontan keine Eier, das ist ein bisschen unangenehm. Geht's schon los? Nein. Nun denn, sind alle bereit? Lasset die Eiersuche beginnen! Abigosit, gib die Eier her, da ich sie jetzt. Spring, eins. Schlecht. Hat das noch eins? Spring, zwei. Ha, du Nudel. Warte. Nee, oh, ich glaube, das wird nix. Spring, oh, da. Auf dem Friedhof. Da ist auch noch eins. Oh, das ist mehr. Scheiße, ich glaube, das wird nix. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ah, schneller. Mehr Eier. Eier. Oh, da sind noch zwei. Das ist gut. Ja, guck dir mal diesen Stein da schön an. Oh, ich glaube, das wird was. Yes. Yes. Unsere Geliebte. Ja, schön. Wir haben 9 Eier. Geil. Sehr gut. Mit 9 Eiern gewinnt man übrigens. Spoiler Alert. 10 sogar. Ja, Lutscher. Platt gemacht. Da wären noch 11. gewesen. Wie ich immer zu sagen pflege. Wow, schaut euch all diese Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt dieses des Edelsteinsees. Kicher. Das ist eh eine saubere Stadt. Wer schmeißt denn in so einem Dörfchen seinen Müll einfach auf die Straße? Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Find die Tasche. Wup, wup, hier ist dein Preis, viel Spaß! Yes! Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr alle dabei wart. Kauft Souvenirs im Shop hinten. Also immer, ich hab, also nicht im Shop bei Pierre, sondern ich hab selbst ein bisschen was gebastelt für die Eiersuche. So, setze diesen Hut auf. Bam, der sieht scheiße aus, der steht mir überhaupt nicht. Wir können sogar noch pflanzen. Oh, 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 wir haben die Hacke nicht dabei. Kacke. Kacke, keine Hacke. Das müssten aber noch 30 sein. Do it. Nein, do it nicht. Kacke, Spacko. Spacko Finn ist ein schlechter Finn. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen mal eilen. Hopp. Gib schnell das und gib schnell das. Und dann brauchen wir noch 27. Hopp, hopp, hopp. Mist, jetzt habe ich 3 eingepflanzt, ohne zu düngen. Das ist ein bisschen unangenehm. Ah. Schlimmer für mich als für euch. Sehe ich hier natürlich nichts. Wunderbar. Ja, 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 muss von den Pflanzen zugefügt werden, weiß ich auch. Gut. Upsi. Na. Wird eng zeitlich. Wird eng. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir das Ganze noch gießen, sonst bringt es gar nichts, dass wir das hier eingepflanzt haben, weil Sachen, die man nicht gießt, wachsen nicht. Und nicht recht die Gießkanne. Geil, haben wir sogar heute noch die Erdbeeren eingepflanzt. Wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt was bringt oder ob wir sowieso zweimal ernten können. Weil die Erdbeeren wachsen wieder nach dann auch. Das ist, ich liebe ja dieses Obst und Gemüse, was wieder nachwächst. Das ist mega, du pflanzt es einmal ein und dann erntest du einfach den Rest des Monats. Weil das wächst irgendwie 5, 6, 7, 8 Tage, je nachdem, was es halt ist. Und dann wächst es einfach. Oh. So, nimm dies, du Fußboden. Und dann gibt's immer schneller nochmal die Sachen wie bei den Bohnen. Oh, Einmachgefäß, saubi-wobi. Gießkanneffektivität, Hakeneffektivität, sehr gut. Eisenzaun und das Einmachgefäß. Und Hydrogel, das ist, dass man einen Tag mehr gewässert hat, irgendwie. 2000 Mac. Oh, das hätten wir heute gebraucht. Was wollte ich sagen? Ja, das Hydrogel, das kann man vielleicht benutzen, um zu bescheißen mit der Gießkanne. Eigentlich wollte ich den Strohhut haben, aber jetzt, wo ich ihn trage, will ich ihn nicht mehr. Finde ihn nicht schön. Der steht mir einfach nicht, der zerknittert meine Frisur. Machst du nix. Da, verpflanzt, kacke. Haben wir einen Dünger da liegen, den wir niemals mehr benutzen können. Traurige Geschichte ist das. Sehr, sehr traurig. Und dieser Blumenkohl ist noch nicht... Da ist der Brunnen ist fertig. Ja, geilometer.
Geil, über den freue ich mich sehr, sehr. Ein sehr, sehr schöner Brunnen. Der beste Brunnen, den wir heute hier haben. Und was noch awesome ist, wir haben genau 2000 Kohle. Das bedeutet, wir können gleich zu Pierre gehen, auch wenn Sonntag ist, weil Pierre hat nur Mittwochs zu statt Sonntags, warum auch immer. Und können dann unser Zeug nochmal abladen und können dann direkt den Rucksack kaufen, weil der kostet 2000. Der Rucksack kostet 2000. Schalalala. Sag mal, wie war es denn eigentlich hier mit Dingsbums? Ja, genau. Oder wir können gleich mal reingehen und gucken, ob wir vielleicht mit dem 5 Kupfer die 2000 Mark nehmen und unsere Gießkanne aufwerten. Deswegen meine ich mir gleich mal gucken. Gehen wir gleich nochmal Fernsehen, bevor wir in die Stadt gehen. Und gucken uns den Wetterbericht an. Wenn es morgen regnet, gehen wir unsere Gießkanne aufwerten. Und dann können wir viel besser noch mehr anpflanzen. Was ein ziemlich guter Trick ist. Sparen wir Energie. Und können einfach noch mehr Kohle scheffeln. Wir brauchen nochmal 5000 Gold für die Mitgliedschaft im Joja-Markt. Hopp. So, einen noch. Na, einen noch, Frau Hansen. Hallo, Herr Wetterbericht. Oh. Morgen wird es klar und sonnig sein. Also gehen wir unsere Dings nicht aufwerten. Grüße, die Königin der Soßen. Kohlsalat. Yay. Okay, Kohlsalat. Kochen eh nur wenige Dinge, weil wir zu faul sind zum Kochen. So ist das Leben. Was kostet das Einmachgefäß? Holsteinkohle. Kacke. War es ein bisschen traurig. Dann müssen wir dringend in die Mine gehen. Schwing. Können wir eigentlich schon? Können wir nicht. Holz auch Kohle. Eisen, Ahornsirup. Ach, siehst du, Sirup müssen wir. Haben wir noch gar nicht. Die Sirupmaschine. Dummer Finn ist dumm. Jo. Brauchen wir denn halt nicht. Ach, wir müssen eh zu Clint auch. Wegen Sachen. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte den Knüppel weglegen. Ja. Oh ja. Die Gießkanne können wir auch weglegen. Und dann verkaufen wir eine Narzisse. Schwing. Ich bin auch doof, hätte ich auch direkt Pierre in die Hand drücken können. Geh noch eh hin. Ah. Und zur Belohnung gibt es noch mehr Narzissen. Gibt's eher. Der nett. Würmchen! Oh, wir haben keine Hacke. Deswegen gehen wir zu Clint. Aber wir kehren nochmal um. Nämlich unsere Geoden wieder vergessen. Hopp. Schwingelingeling. Dann kaufen wir uns jetzt den Rucksack. Wenn es morgen nicht regnet, kaufe ich jetzt den Rucksack. Das sind so, man muss sich ja irgendwie... Irgendwie muss man sich erlauben, sein Geld auszugeben. Ne, braucht da immer einen Anlass. Man kann ja nicht einfach Geld aus... Habe ich nicht gerade 200 gesammelt? Ach, eine Silber sogar. Geil. Wir gehen mal erstmal zu Haley. Haley. Das ist Jody. Ich glaube, Jody kennen wir noch gar nicht. Fand ich auch prima, bevor ich Lea kennengelernt habe. Also, beziehungsweise das Problem an Jody war, ich fand ich prima und dachte, oh, die will ich heiraten. Und dann habe ich festgestellt, ich nehme mir heute eine Pause von der Hausarbeit. Ich festgestellt, dass die nicht zu haben ist und dann, ich nehme mir den Tag frei. Wenn ich es nicht aus dem Haus schaffe, werde ich wahnsinnig. Außerdem muss ich meine Beine trainieren. Never skip Black Day. Dass die nicht zu haben ist. Und dann habe ich aber zum Glück Lea kennengelernt und dann war alles gut. George, was machst du denn da hinten? So, nimm meinen Müll. Aber nur eine von den Narzissen, bitte. Und verkaufe mir diesen wunderschönen Rucksack, bitte. Bling. Geil. Du hast die große Tasche erhalten. Dein Inventar wurde auf 24 Plätze vergrößert. Sexy. Und die zweite kostet 10.000. Das ist mir ein bisschen teuer. So, und wir müssen... Jetzt können wir in Ruhe Blumenkohl pflanzen, aber wir müssen 75 Gold aufbewahren. Weil wir sonst die Geoden uns nicht knacken lassen können von Clint.
von Herrn Eastwood. Er will ja mal Kohle dafür haben, fürs Arbeiten. Ist das zu fassen? Dann gibt man Leuten Arbeit und die wollen noch Geld dafür? Wie sind Sachen los, sage ich euch. Kannst du gerne mal zählen. Grüß dich, Herr Eastwood. Kupferhacke! Wup, wup. Du erhältst Kupferhacke. Clint, du bist der Beste. Und jetzt mach meine Geoden auf, du Schwein. Genau. Ich hätte gerne eine Geode mit 17.000 Kohle. Oder einem Lehm. Nochmal was für Günther. Alles klar. Danke, Clint. Tschüss, mach gut. Schönen Tag noch. Grüß dich, Günther. Ich spende dir wieder Sachen, du Knöch. Nimm meinen Scheiß. Zack. Keine Belohnung. Sehr gut. So habe ich dich am liebsten, Günther. Arschloch. So ein Geizknüppel. So, wo ist denn jetzt Haley hier? Gib doch mal das Mädchen. Ist doch ein sonniger Tag. Die fotografiert gerne. Ist die am Strand? Haley! Haley, was machst du denn an deinem Geburtstag Schönes? Ah, wir haben jetzt Kupferhacke. Hallo Elliot. Schwing. Noch mehr Lehm. Geil. Freue ich mich sehr. Nicht. Wobei, wir werden den Lehm brauchen, aber akut nicht. Hätte ich gerne lieber was Schönes gehabt als Lehm. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Könnt er doch was anderes nehmen als ausgerechnet Lehm. Ich hätte natürlich lieber ein besseres Geschenk für Haley als die Narzisse, aber die Narzisse ist auch okay. Emily, wo ist denn deine Schwester, sag mal? Sucht die ganze Stadt nachher ab. Müssen hier suchen. Am Geburtstag gibt es achtfache Belohnung für Geschenke. Und auch negativ. Also die Leute haben ja alle Sachen, die sie mögen und Sachen, die sie hassen. Und wenn man denen dann Scheiße schenkt, ist das achtmal so schlimm. Gut, ne? Haley, da bist du ja. Ich grüße dich. Bloß nicht den Blumenkohlsamen schenken. Meine Schwester ist so merkwürdig. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt verwandt sind. Ja, eigentlich wollte ich dir nur zum Geburtstag gratulieren, Haley. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Wow. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Wow, Haley. Wow. Das war sehr, sehr underwhelming. Dafür durchwühle ich jetzt diesen Müll. Kann er sehen. Sehr gut. Was ist die Venusmuschel wert? Wir können vielleicht... Ich habe gerade auf den Kontostand geguckt. Und noch hat Pierre... schaffen wir das zeitlich? Pierre müsste bis 16 Uhr offen haben, ne? Ne, oder bis 17? Ich vergesse es immer. Ich vergesse immer die Öffnungszeiten. Der 17.000 Jahre spielt jetzt hier schon. Wir gehen mal außen rum. Gibt es hier überhaupt einen außen rum? Ne, gibt es nicht. Dumm. Na gut, nichts mehr zum Sammeln hier. 300 Holz müssen wir auch nochmal hinbringen. Okay, sauber die Zeit verschwendet. Vielleicht reicht es nicht mehr, um rechtzeitig nochmal zu Pierre zu kommen. Aber vielleicht können wir mit der Muschel, weil der Pierre kauft auch nicht alles. Die kaufen immer nur jeweils das, was sie geil finden. Guck mal hier. Er kauft nämlich diese Muschel. Und wenn wir jetzt nochmal 30 Geld für die Narzisse bekommen, wo ich nicht sicher bin, wie viel Geld diese Narzisse gibt, könnten wir uns noch 2 Blumenköhler kaufen. Ja, Köhler. Das ist der korrekte Plural. Ach, ich laufe hier immer lang und aus dem Friedhof kommt man aber nicht raus nach oben. Jedes Mal laufe ich hier wieder den direkten Weg und jedes Mal muss ich wieder außen rumgehen. Lächerlich. Lächerlicher Hobbit. Grüß dich. Heute hängt hier nichts aus. Ja, ich wollte auch gar nicht zur Aushilfe, ich wollte auf den Kalender schauen. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister. Ja, ist mir egal. Joja Markt for life. Narzisse 30. Perfekt. Bam. 7 Blumenköhler und 0 Mark in der Tasche. Na gut, man muss auch investieren, wenn man reich werden will. Wenn man den Joja-Konzern übernehmen will. Joja. Jojojojojoja. Udalali. Bevor ich es wieder vergesse, gib meine Gießkanne her. Gief dat Gießkanne. So, hier pflanzen wir aber nicht rein. Ach, wir können aber, Blumenkohl ist ein guter Kohl. Können wir wunderschön... 1, 2, 7. Schönes Ding. Oh, die Tasche. Geil, ne? Oh. Wunderbar.
diese Tasche. So, und jetzt. Jetzt sehet und staunet. Nein, das war falsch. Boop, nimm dies, du Boden. 3-1 Streichman, nannte man ihn. Geil, ne? Wupp, 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 wupp. Der gute alte 3-1 Streichman. Und da spart man echt eine Menge, weil das kostet, auch wenn das jetzt drei Felder macht, kostet das trotzdem nur für einmal Hacken Energie. Und das ist das Geile an dem Aufwerten. Und die Gießkanne funktioniert genauso. Wenn man sie dann aufgewertet hätte. Haben wir aber nicht. So, mach voll das Ding hier wieder. Warum haben wir die nicht aufgewertet eigentlich? Ach, weil es morgen nicht regnet. Ich erinnere mich. Yep. Das waren noch Zeiten, als es morgen geregnet hat. Sag ich euch. Sonst so. Was fehlt uns? Ach, Kohle fehlt uns ja in rauen Mengen. Shitty Kacki. Ja. Wollte schon mal schön ein Einmachglas aufbauen. Wobei, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit, bis die Erdbeeren reif sind. Wir sollten... Wo kriegt man dann das her? Es gibt nämlich... Upsi, das war falsch. Das wollte ich. Wow, hat sich aber gelohnt. Man kriegt das Rezept als irgendeine Belohnung. Was ist denn das hier? Ich sehe nicht, was mir den Weg versperrt. Ah, das war ein Stück Holz. Gibt's einen Kohleofen? Da kann man dann aus Holz Kohle machen. Und das ist ja tatsächlich das, was wir dann jetzt erstmal verhältnismäßig dringend brauchen. In dem Moment, wo wir Kohle brauchen, um Einmachgläser zu bauen, mit denen wir unsere Erdbeeren zu Marmelade machen könnten. Was den Verkaufserlös enorm erhöht. Wow, Lehm. Haben wir ein Glück mit den Würmern, ey. Was da mal für geiler Scheiß rauskommt. Nicht. Traurig ist das. Gut, jetzt habe ich meine Dings wieder zu Hause gelassen, unangenehmerweise. Hier kann man aber auch schön anpflanzen. Sehe ich jetzt gerade so. Mit dem Teich direkt braucht man kein Wasser. Hätte man so planen können. Aber es ist immer ein ganz schöner Weg. Eigentlich lohnt sich das nicht. Also nicht, solange nicht der Rest der Farm sowieso voll ist. Ja, gut. Stellen wir mit dem angebrochenen Dach an. Machen wir so. Dann gucken wir hier. Upsi, ist ins Wasser gefallen. Huch. Timber! Ja, wir haben sämtlichen Ahorn abgeholzt auf unserer Farm. Wir kriegen nur... Fehlt genau Ahorn für unsere Energieriegel. Mal, wir lassen das hier mal wachsen. Um zu gucken, was da hinten rauskommt. Gucken, was hinten rauskommt. Bisschen ekelhaft, Finn. Ekelhafter Typ. Bäh. Timber! Schaffen wir noch einen? Schaffen wir noch. Komm, do it. Do it. Do it now. Du schaffst es. Oh, gleich bin ich erschöpft. Wow, das war wieder abgezählt, sage ich mal. Abgezähltes Zeug, ey. Krasser Typ. Kupfi. Kupfi rein. Eine Kohle war sogar dabei wieder. Schön. Die sparen wir jetzt aber erstmal. Die verkupfern wir nicht einfach so. Weil wir haben 5 Kupfer für unsere nächste Aufwertung. Und eventuell möchte ich doch verhältnismäßig dringend Kohleofen bauen. Um mehr Kohle zu haben für Sachen. Juhu. Eine Narzisse für 30. Geil. Es ist der 15. Tag des Frühlings. Jahr 1. So. Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Geil. Das heißt, dass wir morgen nicht nur nicht gießen müssen, sondern wir heute auch unsere Gießkanne nicht wegbringen können, weil wir kein Geld haben. Eine sehr traurige Geschichte ist das. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Oh, da fallen mir Sachen auf. Vielleicht, bis wann hat der Clint offen? Weiß ich wieder nicht, 16 Uhr wahrscheinlich. Die Sträuche sind gewachsen. Sträuche? Sträucher? Sträucher. Sträucher. Earthberries. I freue mich about the Earthberries. Was? Was waren das? Das war ekelhaft. Ein sehr, sehr widerlicher Satz. I freue mich about the Earthberries.
Erstens heißt es Earth Bay Strawberries und zweitens I Freu Me About war dreimal schlecht. Also das war wirklich, ihr wisst ja, wenn ihr mich schon länger kennt, dass ich gerne schlechtes Englisch rede und doch mal schlechtes Mischmasch-Kram-Zeug. Aber I Freu Me About the Earthberries war widerlich. Das hat mir in den Ohren wehgetan. Ich glaube hauptsächlich das About, weil... So. Schwing! Eine Lachsbeere. Ist ja lächerlich. Ich dachte, da kommt mehr raus. Bin ich ein bisschen traurig. Wir nehmen mal vorsichtshalber unser Kupfer mit. Nur vorsichtshalber, wir haben jetzt den Taschenplatz. Hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Achso, Verzeihung, ich sollte vorher lesen, wer das geschickt hat. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden alle deine Frühlingspflanzen vergehen, also plane gut. Das heißt nämlich, ab heute Blumenkohl zu pflanzen, ist schlecht. Obwohl ich glaube, das müsste noch klappen. 15 auf 28 sind 13. Und der wächst in 13 Tagen. Weiß man nicht. Wir werden es nie erfahren. Schwing. Wow, der Film. Wow. Pathfinder nannte man ihn. Bin nicht sicher, ob wir genug Lachsbeeren zusammenkriegen für... Hat das jetzt 1000 oder 2000 gekostet? Meine Güte, merk dir doch mal Sachen, Herr Finn. Nö, mach ich nicht. Merke ich mir nicht. Hab da etwas davon. So, ob wir genug Lachsbeeren... Ach, shit, dann wollte ich eigentlich auch hier schön... Ja, hab ich wieder eine doofe Sense zu Hause gelassen. Und mein Knüppel dabei. Mit dem können wir das, glaube ich, auch. Tja, ich weiß nicht, ob wir genug Lachsbeeren finden, um das entsprechende Geld zusammenzubekommen. Gib der Lachsberry her. Schwing. Wo es doch morgen regnen soll. Kann man doch so wunderbar die Gießkanne beim Clint abgeben. Kacke. Eigentlich auch verpasst. Also gar auf den Rucksack. Doof, du bist super doof. Dein Sparbuch ist voll, doch dein Schädel ist leer. Du bist leider andersrum. Weil ich so schlau bin, ist mein Sparbuch leer. Oh, Frühlingszwiebel. Geil. Das heißt geil. So viel Geld haben die nicht gebracht. Aber besser als nichts. Jeder Cent zählt gerade. Wir müssen auf, ich weiß nicht wie viel kommen. Wir müssen vor allem, dürfen uns nicht so viel Zeit lassen. Das wollte ich gerade vorschlagen. Im Zweifel können wir noch ein, zwei Kupferbarren von uns geben, aber dann haben wir kein Kupfer mehr für zum Aufwerten. Das wäre dumm. Dann stehst du da. Ah, na komm, ein Kupferbarren muss ich leider verkaufen, damit ich mir es leisten kann. Und dann hast du nicht das entsprechende Kupfer. Das wäre mehr als traurig. Würmchen, komm, Würmchen. Ihr habt einen Goldbarren. Nee, prähistorisches Werkzeug. Hi, Haley. Ich habe leider keine Narzisse gefunden, die ich dir jetzt in die Hand drücken könnte. Was sagt denn jetzt unser... Oh, zwei Herzen schon. Krass. Heftig. So. Dudei. Was ist denn eigentlich 25 und 10? Geht eigentlich. Wir sind zu geil auf das Geld, um die zu behalten. Ich habe in meinem ersten Spielstand habe ich sowas immer gerne behalten und habe das dann in der Mine aber gefressen, 17 Stück. Also nicht 17 auf einen Streich, aber schon mehrere. Hallo Lea, grüße. Mit Lea rede ich trotzdem. Die Bäume sehen halt schön aus, oder? Warum bist du eigentlich ein Bauer geworden? Ich will haufenweise Geld verdienen. Da sind wir nicht oberflächlich, nicht? Fand sie nicht so geil. Wir haben jetzt uns die Antworten der anderen alle nicht angeguckt. Normalerweise habe ich auch was anderes. Hey, gönnst du dir eine Pause von der Arbeit? Nein, ich laufe rum... Ach, 17 Lachsbeeren geben 85? Ernsthaft? Krass. Der Blumenkohl hat sich gelohnt, ja. Wow. Die Lachsbeeren geben ja gar nichts. Oh. Oh, da draußen ist Katzenkampf. Kacke, ey. Das reicht 1000 nicht.
Müsste ich anschaffen gehen, wenn ich jetzt noch auf die Schnelle die Kohle für den Klimt zusammenbekommen wollen täte. Aber vielleicht ist ja dem Gunther auch das prähistorische Werkzeug irgendwie 1000 wert. Oder ich finde einen Diamanten im Müll. Wird aber noch hoffen dürfen. So, die Fische sind auch nicht so viel wert, dass wir das jetzt auf die Schnelle... Neue Belohnung! Oh, hoffentlich Geld. Ja, mit den Kohlen. Nur Melonensaat. Oh, Melonensaat ist prima. Vielleicht können wir die... Melonensaat lohnt sich aber. Warte, wir gucken jetzt einmal kurz, wie viel Geld wir bräuchten. 2000, okay. Auf 2000 werden wir mit 9 Melonensaat wahrscheinlich nicht kommen. Spoiler Alert. Schade. Ich hätte sogar meine Gießkanne aufgewertet, Manu. Und auch mit Angeln kriegen wir nicht so viel zusammen hier. Guckt jemand? Nein? Oh, wenn da jetzt noch ein Diamant drin wäre. Oh, mal Ellen, gucken wir mal das hin. Okay. Manu! Können wir uns hier ver... Suche Blumenkohl. Oh. Ich habe gerade meinen Blumenkohl verkauft. Den einen Blumenkohl, den ich hatte. Und der andere Blumenkohl ist lange nicht so weit. Oh, 525 Gold. Das hätte sich gelohnt. Shit. 360, nee. Kacke. So viel zu toller Geschäftsmann, ne? Pierre, du Sack. Gibt sich wieder eine goldene Nase an meinem Blumenkohl. An meinem Blumenkohl! Frech. Frech. Wo es doch morgen regnet. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Melone ist übrigens, können wir die Lachsbeeren noch aufheben und in der Mine essen. Ehrlich. Wie viele Lachsbeeren hatten wir jetzt? 17 oder was? Was haben wir bekommen? 90? Lächerlich. Gib die Lachsbeeren her. Das ist jetzt eine Minenfraß. Gib die Lachsbeeren her. Da. Bin jetzt verärgert. Mürrisch bin ich. Die Minenloren sind auch noch kaputt. Müssen wir alles. Müssen auch endlich mal unsere Mitgliedschaft im Joja-Mart machen. Oh, und außerdem ist auch schon wieder Zeit. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord im Moll. Wir hätten noch einen Samen kaufen können, wir unser Gedüngtes hier noch. Schade. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, sieh nicht. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Da ist das Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch dafür, dass ihr zugesehen habt. Gehe meine Sense mal holen. Vielleicht kriegen wir nochmal wilde Saat raus. Die wir dann im Sommer direkt einpflanzen. Wow, jetzt kriege ich hier eine scheiß Hühnerstatue. Zumindest der Opa-Altar. Da steht, können wir mal hingehen. Hepp. Finn die Tosche, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Großvater. Ich habe gelesen, dass der einen dann nach 2 Jahren bewertet. Ich habe in meinem privaten Spielstand das 2. Jahr noch nicht durch. Aber ich weiß nicht genau, was das bedeutet, was dann passiert, was man dann da macht. Bin ich mal gespannt. Also, ehe wir hier im 2. Jahr sind... bin ich in meinem privaten Spielstand auf jeden Fall auch im 2. Jahr. Und dann kann ich ja euch dann, wenn es denn soweit ist, also das 2 Jahre durchspielen, dauert eine Weile. Ihr seht ja, wie weit wir jetzt schon gespielt haben, wie lang diese Folgen hier alle sind immer, weil ich mich nicht trennen kann, weil ich immer... Es gibt auch immer was zu tun. Kamenaya, yippie, yippie, yay. Seht ihr, vor einer halben Stunde habe ich das Abschiedslied gesungen und jetzt bin ich hier immer noch und mache Sachen. Verstehst du? Das ist das Leben hier. Ich wollte meine Sense holen. Weil es gibt immer was zu tun. Ah, hier noch das schnell und das schnell. Und deswegen macht das auch so süchtig. Aber es ist so geil. Echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Reihenfolge ist komplett falsch. So. Und jetzt, wo wir den Rucksack haben, gönnen wir uns das, dass wir voll bepackt immer rumlaufen. Voll bepackt mit schönen Sachen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und sage Tschüssli Müsli.